Scheinbar federleicht schwebt die 5 Tonnen schwere Kuppel über den freien Platz neben der neuen Experimenta. Das Sonnenlicht spiegelt sich in den vielen Fensterscheiben des Hightech-Gebäudes, während die offene Kuppel Meter für Meter an Höhe gewinnt. Die Teleskopkuppel bildet im wahrsten Sinne des Wortes den Höhepunkt des neuen Science Centers. Sie thront künftig in 35 Metern Höhe auf dem imposanten Gebäude direkt am Neckarufer. Dies ist erst die 2. Kuppel weltweit, die in dieser Größe und mit dieser Technik gefertigt wurde. Doch was hat es mit dieser neuen Sternwarte auf sich? Es geht darum, dass wir die Astronomie zu den Menschen bringen möchten. Hier haben wir ein Wissenschaftszentrum, wo wir täglich hoffentlich 1000 Besucher haben werden. Und zu denen möchten wir die Astronomie bringen. Also war die Idee, wir stellen da eine Sternwarte aufs Dach. Wie geht es, dass die gleichzeitig Kinder damit Spaß haben können und Erwachsene und Profis auch? Da haben wir einfach verschiedene Instrumente und verschiedene Vorrichtungen, mit denen wir beobachten können. Eine große Zahl von verschiedenen Teleskopen und Einblickmöglichkeiten und verschiedene Programme. Tagsüber, wenn die Öffentlichkeit da ist, dann werden wir es so machen, dass wir die Sonne für alle zum Anschauen machen. Wir werden Abendprogramme haben, wo man für Neulinge in der Astronomie den Mond anschauen kann, die Planeten im Sonnensystem, aber auch mal was in unserer Milchstraße, was 1000 Lichtjahre entfernt ist, oder eine andere Milchstraße, wo das Licht Millionen Jahre bis zu uns gebraucht hat. Gab es da jetzt besondere Herausforderungen beim Transport oder jetzt hier beim Hochheben? Worauf mussten Sie aufpassen? Ja, das ist eine große, schwere Kuppel. Die musste also erstmal nahe genug am Gebäude aufgestellt, zusammengebaut werden. Die wurden natürlich in Einzelteilen geliefert und dann von der Firma Bader hier zusammengesetzt. Und die Aufbaufläche musste eben sein, die musste innerhalb dieser großen aktiven Baustelle nah genug beim Gebäude liegen, dass der Kran die eben hochheben konnte. Wenn der Kran eben sich ganz ans Ende hätte ausstrecken müssen, um die hochzuziehen, wäre der umgefallen. Natürlich hätten wir gar nicht gemacht. Aber es war logistisch nicht einfach mit Anlieferung, mit Aufbau, das in diese Baustelle alles einzutakten. Wir sind sehr froh, dass die jetzt oben ist. Können Sie für einen Laien verständlich umreißen, wie so ein Gerät funktioniert? Die Kuppel, ja. Also wie eine Muschel müssen Sie sich das vorstellen. Das sind so ein paar Kuppelsegmente, die fahren auf und dann können Sie den ganzen Himmel über sich sehen. Was drin ist, das sind Fernrohre. Und zwar Fernrohre, wie man sie kennt. So ein langes Fernrohr mit Linsen zum Durchgucken, wie man sich das eben so vorstellt. Ne? Diesen. Aber auch ein großes Spiegelfernrohr, das eben so gebaut ist, dass ein großer Spiegel, sehr ähnlich wie ein Rasierspiegel, nur etwas anders, das Licht einsammelt von entfernten Sternen und Galaxien, das dann durch eine geeignete Optik bündelt und fokussiert und das ins Auge oder in die Spezialkameras leitet. Man kann natürlich damit dann Fotos machen, Schülerlabore, Projektgruppen, aber man kann auch privat mit dem Handy oder der Kamera kommen, tagsüber bei der Sonne oder abends, wenn wir eben Planeten und Sternchen gucken, und kann da seine eigenen Fotos machen, mit nach Hause nehmen, ins Netz stellen und so weiter. Auf der Baustelle unterhalb der neuen Sternwarte ist in den vergangenen Wochen und Monaten die neue Experimenta entstanden. Zuletzt haben wir in unserer Videoserie von der anderen Kuppel des Gebäudes berichtet, dem neuen Science Dome. Sehen die Besucher auf dem Dach die echten Sterne, blitzen unter dem Science Dome Lasershows durch die Luft. Die Arbeiten an der neuen Experimenta schreiten zügig voran, weiß Geschäftsführer Dr. Wolfgang Hansch. Ja, für uns ist das heute ein ganz besonderer Tag, weil damit mit unserer Sternwarte das Gebäude quasi vollständig ist. Das war der letzte Baustein im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir damit auch sehr verstärkt jetzt in den Innenausbau gehen können, auch in den Innenausbau der Sternwarte. Und insgesamt wird der Bau jetzt im September, Oktober abgeschlossen werden, sodass die Innenausbauten dann mit voller Kraft in Angriff genommen werden können und sozusagen das Gebäude dann wirklich zum Jahresende auch das alles aufweist, was wir uns vorgenommen haben. Wir bauen jetzt unsere Exponate ein. Wir haben 4 große Themenwelten mit rund 275 Exponaten. Das ist eine ganze Menge. Dann sind wir dabei, die Labore einzurichten im Bestandsbau. Wir werden den Science Dome jetzt, was den Ausbau anbetrifft, beenden. Wir haben schon die ersten Testläufe gemacht. Es sieht im Moment alles sehr gut aus und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr im März, wie vorgesehen, eröffnen werden.